Über 1000 Wissenschaftler sprechen sich gegen die These vom menschengemachten Klimawandel aus. Nun, der Weltklimarat IPCC oder IPCC beruft sich immer auf einen Konsensus und beruft sich immer auf 1500 Mitarbeiter, die die Weltklimaberichte erstellt haben. Es kann von einem Konsensus über den menschengemachten Klimawandel keine Rede sein. Unter diesen 1000 Wissenschaftlern sind zwei Wissenschaftler aus Deutschland, Professor Gerlich und meine Person, die eine Arbeit geschrieben haben, die Falsifizierung der atmosphärischen CO2-Treibhauseffekte im Rahmen der Physik. Und es gibt keinen physikalischen Mechanismus, nach dem CO2, Kohlendioxid, Kohlensäure das Klima beeinflussen könnte. Und für die Behauptung, dass die vom Menschen verursachten CO2-Emissionen die mittlere Temperatur der Erde erhöhen könnten, gibt es nicht nur keine wissenschaftlichen Beweise, sondern sie ist auch falsch. Was ist ein wissenschaftlicher Beweis? Ein wissenschaftlicher Beweis wäre zum Beispiel ein Experiment in einem Labor, welches reproduzierbar ist. Ein wissenschaftlicher Beweis wäre auch eine mathematische Rechnung unter gewissen Voraussetzungen. Und nicht wissenschaftliche Beweise sind zum Beispiel Computermodelle, deren Grundlagen nicht auf Wissenschaft basieren. Ich würde sogar ganz persönlich davon ausgehen, dass es sich um den größten Wissenschaftsskandal aller Zeiten handelt. Ich stehe übrigens mit dieser Meinung nicht dabei. Es ist auch einer der größten politischen und wirtschaftlichen und pädagogischen Skandale. Pädagogischen Skandal deshalb, weil den Schülern in den Schulen Falsches beigebracht wird. Als gelernter Physiker weiß ich, dass wenn man, und das wissen Sie auch, eine heiße Kartoffel in Aluminiumfolie einwickelt, dass sich die Wärme stauen kann. Populär gesprochen. Wärme stauen ist kein physikalischer Begriff, aber jeder versteht, was gemeint ist. Ein transparentes, dazu noch gasförmiges und strömungsfähiges Dielektrikum, umgangssprachlich gesprochen Isolator, kann nicht per Strahlung übertragene Wärme stauen. Vielen international renommierten Wissenschaftlern kommt die Klimatheorie, der Klimakonsensus sehr eigenartig vor. Und ich möchte Ihnen nur einige Ausschnitte von Bemerkungen der 1000 internationalen Wissenschaftlern vorstellen. Es gibt nichts, was man Konsensus nennen würde. Und man kann einfach das Klima nicht vorhersagen. Lassen Sie mich kurz ergänzen, was ist denn Klima? Klima ist zunächst erstmal ein Begriff, der nur lokal definiert ist. Es gibt kein Weltklima, sondern es gibt nur in einer Region ein Klima, weil Klima bedeutet griechisch Neigung. Es gibt die Klimaten. Das heißt, von einem Weltklima zu sprechen, ist schon nicht korrekt. Die ganze Sache ist ein Betrug. Die Daten werden frisiert, zum Beispiel die Daten der Temperaturgeschichte. Hunderte von Billionen Dollars werden verschwendet, um diese anthropogene globale Erwärmungstheorie, die menschengemachte globale Wärmungstheorie zu unterstützen, zu verbreiten, aus ihr Geld zu ziehen. Und es ist eben tatsächlich so, dass es bis in die Textbücher, in den Schulen, in die Schullehrbücher gibt, dass den Kindern falsche Dinge über Physik beigebracht werden. Ich schäme mich, was aus der Klimawissenschaft geworden ist, sagt der Chemiker William Gilbert. Und so offen wird das also schon ausgedrückt. Und Sie können diese ganzen Äußerungen in dieser Dokumentation, in der 1000 Wissenschaftler sich zu Wort melden, in Ruhe nochmal nachlesen, studieren. Es handelt sich also um Betrug. Und es gibt ein sehr schönes Interview von Professor Gerlich, in dem er sagt, auf die Frage hin, was gefällt Ihnen denn an dieser Idee nicht, in dieser Idee des Treibhauseffekts nicht, er antwortet, es ist, weil es ein professioneller Betrug ist. Und ich bin eigentlich auf diese Klimathematik gestoßen worden, weil ich im Bereich der Erwachsenenbildung arbeite zum Teil und dort feststellen musste, dass auch dort physikalischer Unsinn an den Schulen verbreitet wird.
Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und eben festgestellt, dass es mit der CO2-Hypothese hinten und vorne nicht stimmt. Und jetzt nähern wir uns langsam dem Problem des Treibhauseffekts. Wärme kann übertragen werden durch direkte Berührung, Kontakt, durch Strahlung. Das kennen Sie vom Rotlicht oder vom Ofen, der in der Ecke steht. In Flüssigkeiten und Gasen durch Wärmemitführung oder Konvektion, das heißt durch Strömung von Luft und Flüssigkeit und eben im Rahmen von Phasenübergängen schmelzen und kondensieren. Und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt vier Formen der Wärmeübertragung, die Sie verinnerlichen sollten. Und Sie sollten immer, wenn irgendwo geheizt wird oder es kälter wird, mal überlegen, warum ist es jetzt hier heiß? Ja, das ist eindeutig die Wärmestrahlung. Und es gibt andere Situationen, wenn Sie sich jetzt auf einen heißen Ofen setzen, dann ist das tatsächlich die Wärmeübertragung durch direkte Berührung. Und eben auch heiße Winde können eben Wärme übertragen. Übrigens die Wärmeübertragung durch Strömung, durch Konvektion, durch Wärmemitführung ist die effizienteste. Und es gibt nun zwei Hauptsätze der Wärmelehre, die ganz besonders wichtig ist. Der erste Hauptsatz von Clausius 1887 sagt, es lässt sich Wärme in Arbeit umwandeln und umgekehrt Arbeit in Wärme, wobei stets die Größe der einen der anderen proportional ist. Der zweite Hauptsatz, der wichtigste Satz der Physik überhaupt, ich sage auch gleich, warum das der Fall ist, die Wärme kann nicht von selbst aus einem kühleren in einen wärmeren Körper übergehen. Es kann nie sein, dass wenn Sie einen Löffel in eine heiße Suppe stecken, dass dann plötzlich vom kalten Ende noch mehr Wärme in die Suppe strömt und die Suppe noch heißer wird, sondern es ist immer so, dass aus der heißen Suppe die Wärme nach oben strömt, wie der Alltag, die Alltagserfahrung es zeigt. Nächste Folie. Es gibt also keine Maschine, die aus dem Nichts Energie erzeugt. Mit anderen Worten, es gibt keine erneuerbaren Energien, so als kleinen Seitenhieb in Richtung eines Modewortes. Das heißt, Energie kann immer nur umgewandelt werden und ist nach dem ersten Hauptsatz erhalten. Ja, und damit habe ich die wichtigsten physikalischen Begriffe Ihnen vorgestellt, die es erlauben, die Nichtexistenz der Treibhauseffekte relativ schnell zu verstehen. Wichtig ist, dass zum Beispiel, wenn ich einen Effekt irgendwo habe, dass da wirklich ein realer Vorgang beschrieben wird und dass dieser Vorgang nicht den Prinzipien der Physik, der Thermodynamik widerspricht. Und der Diplom-Ingenieur Heinz Thieme, dem fiel schon in 90er Jahren auf, dass die Beschreibung des Treibhauseffekts im Widerspruch zur Thermodynamik steht. Wir kommen gleich dazu, was ein Treibhauseffekt sein soll. Entscheidend ist, dass der Treibhauseffekt kein Experiment ist in irgendeinem Laboratorium. Es gibt kein Experiment, welches sich so nennt, sondern es ist eine vage Beschreibung von angeblichen Vorgängen in der Erdatmosphäre. Und diese Beschreibungen sind fehlerhaft. Und das werden wir uns im Detail gleich anschauen. Wichtig ist, dass Heinz Thieme 1997 und Professor Gerli 1996 und schon 1995 dieses erkannt hat. Es gibt auch schon ältere Dokumente, die allerdings teilweise nicht zu finden sind. Es gibt zum Beispiel Gerüchte, dass schon vor 1995 auf Meteorologentagungen diskutiert wurde, dass die Standardbeschreibung des Treibhauseffekts der Thermodynamik widerspricht. Und es ist so, dass eben man jetzt genau ansehen muss, was wird offiziell vorgelegt. Für einen typischen Beobachtungszeitraum wählt man mindestens 30 Jahre. Das heißt, selbst wenn wir lokale Klimatheorien hätten, wir könnten sie erst überprüfen, wenn mehrfach dieses Intervall abgelaufen ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Messtechnik noch gar nicht so alt ist, dass wir zum Beispiel einen Klimawandel selbst lokal beurteilen könnten oder identifizieren könnten. Ein Klimawandel, der Begriff ist nirgendwo exakt übrigens definiert, wenn man in der Literatur sucht, könnte allerdings identifiziert sein, wenn über einen längeren Beobachtungszeitraum die 30-Jahres-Mittel sich deutlich verändern. Voraussetzung wäre natürlich,
vernünftige Messdaten, was es gar nicht geben kann. Also wir können, haben nicht Messdaten der letzten 150 Jahren über den ganzen Globus in allen Regionen. Da wird ganz, ganz viel extrapoliert. Und es ist auch so, dass die Klimatologen kaum Angaben machen über oder ehrliche Angaben machen über die Ungenauigkeiten ihrer Aussagen, geschweige denn, dass also bestimmte Daten sogar frisiert sind. So, kommen wir zum Kapitel 3, die Falsifizierung der atmosphärischen CO2-Treibhauseffekte im Rahmen der Physik. Sie haben jetzt alle Begriffe von mir vorgestellt bekommen. Ich darf ganz kurz darauf hinweisen, dass in keinem Standardlehrbuch der theoretischen Physik, in keinem der großen legendären Bücher, der Treibhauseffekt als Effekt zu finden ist. Es gibt den Mössbauer-Effekt, den Quanten-Hall-Effekt, den Jan-Teller-Effekt. Ich kann Ihnen viele, viele Effekte vorführen. Als physikalisch genau definierten Effekt gibt es den Treibhauseffekt nicht. Auf jeden Fall kann gezeigt werden, dass all diese Beschreibungen fundamentale physikalische Prinzipien verletzen. Professor Gerlich und ich haben 14 solcher verschiedenen Definitionen eines CO2-Treibhauseffekts lokalisieren können in der Literatur. Es gibt natürlich noch viel mehr. Teilweise widersprechen die sich untereinander. Nun, wie ist es richtig? Die Sonne erwärmt die Erdoberfläche erwärmt die Atmosphäre. Entscheidend ist, dass während die Wärmeübertragung von der Sonne zur Erde über die Sonnenstrahlung abläuft, die Erdoberfläche, die Atmosphäre durch Wärmeleitung, Konvektion und zu einem Teil durch Strahlung erwärmt. Das heißt, die warme Erde erwärmt dann durch Kontakt zunächst erstmal die Luft. Die Luft gerät in Bewegung und der Effekt der Konvektion ist natürlich gigantisch. Also der verstärkt die reine Wärmeleitung um 4 Zehnerpotenzen. Die erwärmte, aber kältere Atmosphäre ist nicht in der Lage, die Erdoberfläche noch zusätzlich zu erwärmen. Wärme fließt immer ohne Anwendung äußerer Arbeit wie im Kühlschrank von warm nach kalt. Und das ist eigentlich das Entscheidende bei vielen Modellen, dass gesagt wird, dass die kältere Atmosphäre durch ihre Rückstrahlung die wärmere Atmosphäre, den wärmeren Boden noch zusätzlich erwärmt. Ein gutes Beispiel, was jetzt der Erde sehr entgegensteht, ist die Venus. Die Venus hat einen Oberflächendruck, der um ein Vielfaches höher ist als die Atmosphäre. Und deswegen ist auch die sind die Oberflächentemperaturen auf der Venus sehr, sehr hoch. Es hängt nichts mit dem CO2-Anteil oder dem angeblichen Treibhauseffekt zusammen. Es ist eine ganz einfache Rechnung, die zeigt, dass auf der Venus dieselben Gesetze wie auf der Erde gelten, dass die CO2-Konzentration nicht eingeht in die Formel und dass zum Beispiel auf einer Höhe, etwa 50, 60 Kilometer Höhe auf der Venus, wo der Druck genau dem der Erde entspricht, dass auf dieser Höhe die Temperaturen auf der Venus moderat sind, so bei 25, 26 Grad Celsius. Das heißt, es ist im Wesentlichen der hohe Druck auf der Oberfläche der Venus. Man kann auch diese Treibhauseffektbeschreibung für die Venus nicht verwenden, weil die Venus eine total lichtundurchlässige Atmosphäre hat. Nun schauen wir uns mal die verschiedenen angeblichen Treibhauseffekte an. Und da wird es jetzt interessant. Es gibt, wie gesagt, 14 Vorschläge, alle ein bisschen anders, teilweise sich widersprechend. Es gibt 4, die sind besonders interessant. Das Gärtner-Treibhauseffekt, der Treibhauseffekt nach Arrhenius. Arrhenius war ein weltberühmter Chemiker, der 1896 als einer der ersten sich so etwas wie eine CO2-Klimaabhängigkeit ausgedacht hat. Es war ein Ansatz, eine Hypothese. Das ist ja in Ordnung, dass man spekuliert, Ideen hat. Aber schon 1900 ist dieses von einem Herrn Angström widerlegt worden, was auch heutzutage kaum noch bekannt ist. Dann gibt es den Treibhauseffekt der Computerklimatologen und es gibt die modernen primitiv berechneten Treibhauseffekte, um 4 große Klassen zu nennen. Schauen wir uns den ersten Treibhauseffekt an. Dieser Treibhauseffekt wird in Schulen, auf Schulseiten, in sogenannten Modellexperimenten sehr gerne
vorgeführt. Nun, worum handelt es sich bei einem Gärtner-Treibhauseffekt? Es handelt sich um nichts anderes als eine Unterdrückung dieser Konvektion, dieser Wärmemitführung. Man braucht nämlich im Gärtner-Treibhaus nur ein Fenster zu öffnen und dann wird es wieder kälter. Inzwischen wird allgemein akzeptiert, selbst von den Klimatologen, dass dies nicht der atmosphärische CO2-Treibhauseffekt ist. Und obwohl das akzeptiert ist, obwohl man Kritik erntet, obwohl Professor Gerlich und ich Kritik ernten mussten, dass wir diesen Gärtner-Treibhauseffekt überhaupt noch erwähnen. Es sei doch sowieso klar, dass das nichts zu tun hat mit dem klimatologischen Treibhauseffekt, wird auf der anderen Seite in unzähligen Propagandabroschüren und sogar auf Seiten von Max-Planck-Instituten der Gärtner-Treibhauseffekt wiederverwendet. Also das muss man sich mal vorstellen. Man wird kritisiert, dass man ganz alte Dinge hervorholt. Man wird kritisiert, dass man sagt, das ist falsch, den Gärtner-Treibhauseffekt als Treibhauseffekt-Analogon zu verwenden. Das wird man kritisiert, aber die gleichen Leute benutzen ihn dann trotzdem noch, um ihre quasi religiöse Botschaft zu verbreiten. Und das ist schon eine Unverschämtheit. Die nächste Version ist der Treibhauseffekt nach Arrhenius, die historische Version. Arrhenius sagte, wenn man das CO2 aus der Atmosphäre entfernt, wäre die mittlere Bodentemperatur 0,5 Grad Celsius. Das hat damals der Arrhenius behauptet. Das hieße eben mehr CO2, höhere Temperatur. Arrhenius schätzt ab, dass CO2 etwa 18,7% der Bodenstrahlung absorbiert und verwendet das sogenannte Stefan-Boltzmann-Gesetz unzuverlässigerweise. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz ist ein physikalisches Gesetz. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz kann man als Näherung für reale Strahler verwenden. Zum Beispiel, wenn ich eine Wolfram-Glühlampe habe, die glüht bei 3000 Grad, dann kann ich ganz gut die Strahlungsleistung einer solchen Glühlampe berechnen mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz. Es ist eine Konstruktion der theoretischen Physik und anwendbar auf glühende Metalle. Es ist aber nicht gut anwendbar auf Gase, auf transparente Gase, überhaupt nicht gut anwendbar. Auch zum Beispiel auf unseren Erdboden ist es nicht gut anwendbar. Entscheidend ist aber, dass Arrhenius dieses Gesetz noch falsch anwendet. Ein beliebter Fehler ist, dass man nicht sagt, ein Körper der Temperatur T strahlt so und so, sondern dass man sagt, ich habe eine bestimmte Strahlung, die ich beobachte und dann schließe ich daraus aus die Temperatur. Das ist ein Standardfehler der Klimatologen, dieses Gesetz unter Vertauschung von Ursache und Wirkung anzuwenden, was nicht zulässig ist. Und Arrhenius hat diese Fehler auch gemacht. Die Computerklimatologen sagen, wenn man die CO2-Konzentration in der Modellatmosphäre verdoppelt, erhält man mit Computersimulation eine Erhöhung der mittleren bodennahen Temperaturen. Und dann gab es je nach Veröffentlichung mal diese Bandbreite, mal diese Bandbreite. Nun ist es so, dass die globalen Computermodelle nicht auf physikalischen Grundlagen beruhen, weil bestimmte physikalische Prozesse wie zum Beispiel Reibung, wie Wärmeleitung, wie Turbulenz, sozusagen Strudeligkeit weggelassen sind. Und wenn man wichtige Sachen in Modellen weglässt, dann ist es eben keine Wissenschaft mehr. Dann ist es nur noch Illustration von Spekulation. Nächste. Die modernen primitiv berechneten Treibhauseffekte funktionieren so ähnlich wie die Argumentation von Herrn Arrhenius. Die mittlere bodennahe Lufttemperatur wäre minus 18 Grad, wenn man sich CO2 und oder Wasserdampf und oder die ganze Atmosphäre und die Ozeane wegdenkt. Verwendet wird die Strahlungsintensität der Sonne, die mittlere Einstrahlung, die Weißheit der Erde und die mittlere Temperatur der Erde. Und die mittlere Temperatur der Erde, die berechnet man aus der Strahlungsleistung, weil das aber ein Theoch-4-Gesetz ist, dreht man einfach die Formel um und zieht die vierte Wurzel aus der Strahlungsleistung, nachdem man vorher die Strahlungsleistung über die ganze Erde gemittelt hat. Und das ist physikalisch, mathematischer, völliger Unsinn. Sie müssen sich das mal so vorstellen, Ihr Lehrer in der Schule,
der mittelt nicht die Zensuren durchs arithmetische Mittel, um ihnen eine Note zu verpassen, sondern der nimmt die Quadrate der Zensuren oder die vierten Potenzen, zieht daraus die vierte Wurzel, da kriegen sie was ganz anderes raus. Das heißt, da wird mathematisch Unsinn fabriziert. Und es ist so, dass zum Beispiel diese berühmten minus 18 Grad ohne Treibhauseffekt, das ist eine fiktive Temperatur für die ganze Erde, die überhaupt keinen Sinn macht. Auch die in der globalen Klimatologie verwendeten Computersimulationen erklären nicht den Treibhauseffekt. Und das sind ja die Simulationen, auf die in den Nachrichten vor allem verwiesen wird. Es gibt zig verschiedene Klimamodelle. Es sind so vielleicht so 20 Klimamodelltypen, die jetzt an den Rechenzentren behandelt werden, größenordnungsmäßig. Es ist entscheidend, dass bei all diesen Computermodellen die verwendeten Gleichungen das betrachtete System, das atmosphärische System oder das atmosphärisch-ozeanische System prinzipiell unvollständig modellieren. Wobei die verwendeten Näherungen prinzipiell unzulässig sind. Es sind ganz bestimmte Sachen, sind nicht modellierbar. Und das hängt mit der mathematischen Struktur der Probleme zusammen. Sie können zum Beispiel Reibungs- oder Wärmeleitungsphänomene oder Turbulenzphänomene auf dem Computer nicht modellieren. Man muss ja Mittelwerte reingeben, weil man gar nicht alles genau messen kann. Und es gibt eben keine einfachen Formeln, die zukünftige Mittelwerte aus vergangenen Mittelwerte berechnen. Denken Sie wieder an die Schulklasse, um was Populäres zu sagen. Sie können nie aus dem Mittelwert einer Klausur den Mittelwert einer zukünftigen Klausur berechnen. Da gibt es einfach keine Formeln für. Bei den Computersimulationen des Globalklimas handelt es sich um nutzlose Spielereien auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist sozusagen das, was ich hier rein gewissens behaupten darf. Und es ist eben so, dass auch zugegeben wird, das von den Klimatologen. Die sprechen nämlich immer von Szenarien. Was sind Szenarien? Das sind Bühnenstücke. Was wäre, wenn Situation? Da ist der Fantasie, es ist keine Grenze gesetzt. In unserem Szenario haben wir das beobachtet. Und in diesem Szenario das. Und wenn wir das voraussetzen, das. Es ist nicht Wissenschaft. Es gibt also keinen Atmosphären-CO2-Treibhauseffekt. Damit gibt es kein CO2-Problem. Die neueste Idee ist übrigens, dass man den Wissenschaftsbegriff verändert. Auch die postnormale Wissenschaft. Die postnormale Wissenschaft ist die Wissenschaft, wo man nicht mehr Wissen schaffen muss, sondern man bringt irgendetwas, was irgendwie, es muss schnell eine Entscheidung gefällt sein, dann spinnt man eben rum. Das nennt man postnormale Wissenschaft. Hier zum Beispiel Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Wir sind jetzt mitten in der Politik, 1988. Jetzt lesen Sie das mal ganz langsam. Der letzte wissenschaftliche Beweis für diese These steht zwar noch aus, wird wirklich offiziell im Bundestagsdokument gesagt, doch sind sich die Klimatologen darüber einig, dass diese These mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit richtig ist. Das ist das, was man postnormale Wissenschaft heutzutage nennt. Darüber hinaus warnen sie davor, erst den letzten lupenreinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz des Treibhauseffekts abzuwarten, da es bis dahin mit ziemlicher Sicherheit für Gegenmaßnahmen zu spät sein wird. Also das müssen Sie sich, das ist diese Seiten, die jetzt kommen. Das andere war, weiß ich, ein bisschen Folter für Sie, ein bisschen Physik. Das sind jetzt die politisch relevanten Sachen. Obwohl ich hier nicht Politik betreibe, sondern ich zitiere nur. Nächste Seite. Interpretation. Die Überprüfung der Hypothese legen wir so weit in die Zukunft, dass wir nicht auf den Beweis zu warten brauchen. Das ist übrigens die Definition von Wissenschaft, Überprüfung einer Hypothese. Ne? Wenn Sie das abschaffen, dann haben wir keine Wissenschaft mehr. Dann haben wir Kaffeesatzleserei, dann haben wir Pseudoreligion. Wir als globale Computerklimatologen erheben aus Gründen der Dringlichkeit, das ist auch wieder postnormale Wissenschaft, den Anspruch, schon Hypothesen als Wissenschaft zu verkaufen und von den Politikern Konsequenzen einfordern zu dürfen. Die Dringlichkeit folgt aus unseren unbegründeten, unbewiesenen Behauptungen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt,
Nächste Seite. Verantwortliche Wissenschaftler, nur mal, dass man die Namen erwähnt, Bach, Krutzen, Heinloth, Hennecke und einige andere. Das sind also diese Enquete-Kommissionen, Unterlagen können Sie auch auf meiner Homepage runterladen, aber auch offiziell. Es gibt verantwortliche Politiker, wir sehen hier, wer alles dabei ist, nur einmal die Grünen übrigens. In der Urform waren die Grünen nicht gar keine Treibhausjünger. In der Urform haben die sich gar nicht für das Problem interessiert. In der Urform war es mehr die Atomindustrie. Und der Witz ist, dass sowohl die Atomindustrie als auch die Grünen dieselbe irrige These vertreten. Also zwei völlig konträre politische Gruppierungen oder wirtschaftliche Gruppierungen benutzen denselben Fehler. Und sie sind auch ganz schwer eben aufklärbar, ich will nicht sagen belehrbar. Faksimile, Stellungnahme der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft zur Grundlage des Treibhauseffekts. Es ist unstrittig, dass der anthropogene Treibhauseffekt noch nicht unzweifelhaft nachgewiesen werden konnte. Obwohl das drei Verneinungen in einem Satz sind, heißt das, Treibhauseffekt gibt's nicht. Es ist unstrittig. Übrigens, wenn man das ganze Dokument liest, hochinteressant. Oben sagen sie im Grunde genommen, es gibt den Treibhauseffekt noch nicht wissenschaftlich. Dann fällt jedem redlichen Physiker ein Stein vom Herzen. Dann kommt Laber, 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 zwei Seiten wird alles Mögliche erzählt. Am Schluss wird gesagt, es ist eigentlich klar, dass es den Effekt gibt. Das heißt, es wird wirklich mit manipulativen Techniken gearbeitet. Professor Fischel, Professor Grassel, Professor Quenzel und Dr. Köpke. Nächste, jetzt etwas später, eine gemeinsame Stellungnahme nach einer langen, langen Pause 2006, eine neue Stellungnahme, dass ein solches Experiment des Menschen, der Treibhauseffekt, der physikalische Effekt, für den es im Labor kein Experiment gibt, deswegen sagt man ein solches Experiment des Menschen, mit der Atmosphäre das Klima ändern muss, ist ebenfalls eine Tatsache. Vergleiche dazu die Stellungnahme, wo eben das Gegenteil stand. Man beachte, dass diese suggestive Bemerkung aus Dokument 3 sich auf das Dokument 2 bezieht, welches ausdrücklich die Wahrheit der Hypothese zugesteht. Das heißt, man bezieht sich auf ein Dokument, wo man vage ist und sagt, das ist jetzt der Beweis. Nächstes bitte. Damit kann also, ist nochmal dieselbe Folie, von einer Tatsache keine Rede sein. Es handelt sich um eine suggestive Rhetorik. Ich habe das dann nochmal auf diese Folie geschrieben. Ferner beachte man, dass zu einem physikalischen Effekt ein reproduzierbares Experiment im Labor zusammen mit der Erklärung gehört. In der obigen suggestiven Bemerkung werden spekulative globale Abläufe. Ein solches Experiment des Menschen, das ist eine reine Spekulation, zu einem Experiment umdefiniert. Ein weiteres Statement aus dem Dokument von 2006. Diese Modelle kommen derzeit zu dem Ergebnis, dass der Mensch über den anthropogenen Zusatztreibhauseffekt die global gemittelte bodennahe Lufttemperatur seit etwa 1860 bereits um 1 Grad erhöht hat. Ein Gedankensprung führt zu einer Argumentation, in der Folgen gezogen werden aus globalen Computermodellen, die nicht auf physikalischen Grundlagen beruhen, aus einem nicht hinreichend vollständigen Datenkorpus der weltweit zu messenden Temperaturen. Nicht? Man hat ja die ganzen Ozeane nicht vermessen seit 1860 und jetzt behauptet man irgendetwas. Und die damalige Umweltministerin unter Helmut Kohl, Frau Dr. Merkel, auf der Weltklimakonferenz in Berlin 1995. Der Treibhauseffekt ist in der Lage, die Menschheit auszulöschen. Das ist also eine Bundeskanzlerin, die Physikerin ist. Und es führt dann schließlich zu dieser sogenannten großen Transformation. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Begriff schon gehört haben. Das ist jetzt ein Begriff, der in aller Munde ist. Es wird jetzt diese Klimageschichte, die CO2-Hypothese benutzt, um eine große Transformation einzuleiten. Und hab mir Gedanken gemacht, ob das nicht schon eine Form des Maoismus ist. Dritte industrielle Revolution, Aufbruch in ein logisches Jahrhundert. Nun, wenn man dann ein bisschen recherchiert, stellt man fest, Professor Schellnhuber sehr verbunden ist mit diesem Begriff. Ich hatte dann auch
meinen Vertrauensdozenten der Studienstiftung, den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Professor Hoffmann-Riem, auch in einer Broschüre gefunden, wo über die große Transformation philosophiert wird. Ich hatte dann Professor Dr. Hoffmann-Riem angeschrieben, keine Antwort erhalten. Er hat zwar selbst diesen Begriff nicht benutzt, ist aber in so einem Sammelband enthalten. Ich finde es sehr merkwürdig, dass also ehemalige Verfassungsrichter sich in so einem Sammelband beteiligen. Und diese große Transformation hieß auf PIC 2007 noch Kulturrevolution, in Anführungsstrichen. Sie können im Internet die alten PIC-Seiten, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, die Begrenzung der Erwärmung auf 2 Grad Celsius und die Anpassung an den Restklimawandel erfordern nichtsdestotrotz eine globale Kulturrevolution. Also für mich eine Geschmacklosigkeit. Ich frage mich, wissen die Leute noch, was sie da reden, oder wissen sie es schon? Also man sollte wirklich Arbeit am Begriff betreiben. Ich würde sagen, wenn ohne jetzt hier belehrend oder empfehlend zu wirken, man sollte wirklich jeden Begriff, der verwendet wird, mal auseinandernehmen. Ja, nächste Sache. Wenn man sich vorstellt, dass diese 9 Milliarden Menschen all diese Ressourcen in Anspruch nehmen wollen, Professor Schellenhuber, dann würde die Erde explodieren. So, auch Originalzitat. Und das würde ich hier nochmal zeigen. Also es ist nämlich das Wichtige jetzt heute im heutigen Vortrag. Und damit sollten Sie auf jeden Fall nach Hause gehen. Wissenschaft ist immer noch eine Überprüfung von Hypothesen und nicht die Kunst der Gehirnwäsche. Es ist zu untersuchen, inwieweit der Tatbestand eines professionellen Betrugs erfüllt ist. Andere Tatbestände könnten vorliegen, wenn man die mit dem Klimawahn verbundene Angstmache auch gegenüber Kindern betrachtet. Also das ist eine Sache, die ich doch sehr, sehr schlimm empfinde, dass wirklich, also es ist, ich habe schon Kinder und Jugendliche kennengelernt, die Angst haben, regelrecht, also denen die Angst sozusagen in den Knochen sitzt. Aber was auch sehr, sehr schlimm ist, sind ja, dass dieser Irrsinn keine Grenzen kennt, dass man also wirklich diskutiert, CO2 zu lagern unterirdisch in Tanks. Und da wird es dann langsam unappetitlich und gefährlich. Ich darf die Abschlussfolie zeigen. Das ist hier ein Artikel über eine CO2, vermutlich CO2-Abgabe durch einen Vulkan. Und hier sehen Sie die Opfer. Das CO2 bei einer Inversionswetterlage, wo es oben wärmer ist als unten, das gibt es in bestimmten Fällen, kriecht wie eine Flüssigkeit aus diesen unterirdischen Lagern, hier war es natürlich ein Vulkan, heraus. Und die ganzen Menschen, die dann in einem Tal wohnen, die ersticken elendlich. Und hier eine Aufnahme. Und das muss man im Hinterkopf behalten, wenn von CCS die Rede ist. Carbon Capture and Storage. Das heißt, es ist nicht nur so, dass hier ein paar listige Klimawissenschaftler ein bisschen Drittmittel abzocken wollen und schöne Institute zu haben und ein schönes Leben, was auch schon unkollegial wäre gegenüber Kollegen aus anderen Disziplinen, sondern der Wahnsinn geht wirklich in die Technologie, in die Wirtschaft. Das heißt, es wird wirklich ernsthaft überlegt, CO2 zu verbunkern. Entscheidend ist, dass eben CO2 diese Eigenschaft der Wärmespeicherung, Stauung nicht hat, aus elementaren physikalischen Gründen. Und es gibt eben eine Vielzahl von grauer Literatur und Propagandaliteratur und Broschüren, wo also in 3D und Farbe gezeigt wird, mal mit Treibhaus und mal ohne Treibhaus und dann doch wieder mit Treibhaus. Es ist wirklich unglaublich. Und man weiß gar nicht, an welcher Stelle man den Hebel ansetzen soll, dass endlich eine offene Diskussion über die physikalischen Grundlagen geführt wird. Und angesprochen direkt von uns verweigern die Klimatologen, die Verantwortlichen, jede Kommunikation. Selbst mir bekannte Physikprofessoren, die mit Klimatologen inzwischen zusammenarbeiten, lenken ab. Sie wollen nicht an den heißen Brei heran. Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Professor Dr. Gerhard Gerlich vom Institut für Mathematische Physik der Universität Braunschweig. Grüße Sie, Herr Professor Gerlich. Können Sie mir kurz sagen, was Sie beruflich machen, etwas über Ihren beruflichen Hintergrund? Ja, ich bin Professor, Universitätsprofessor für theoretische Physik und
im Institut für Mathematische Physik und das seit einer halben Ewigkeit, seit 78. Vorher war ich Assistent, Oberassistent und alles Mögliche und beschmutze Papier, indem ich also theoretisch Dinge aufs Papier bringe. Gut, Sie sind ja auch so ein bisschen prominent geworden, unter anderem als Kritiker dieser offiziellen Klimakatastrophenversion. Was gefällt Ihnen daran eigentlich nicht? Oh, dass es eine professionelle Lüge ist. Inwiefern? Ja, das jedem naturwissenschaftlich Ausgebildeten muss es klar sein, dass es diesen Treibhauseffekt, diesen atmosphärischen Treibhauseffekt nicht gibt. Und trotzdem wird da eine Klimakatastrophe abgeleitet, indem man eine Beziehung herstellt zwischen dem Kohlendioxidgehalt der Luft und der mittleren Erdtemperatur, die man weder messen noch berechnen kann. Und auch der Kohlendioxidgehalt der Luft ist so klein, dass er auf die messbaren thermodynamischen Eigenschaften eines Gasbereiches keine Auswirkungen hat. Man kann es also alles nie messen. Und der ganze Treibhauseffekt beruht auf schlechten Rechnungen, die nicht mit Messungen abgedeckt sind. Das ist interessant. Habe ich das richtig verstanden? Man kann diese Erdmitteltemperatur nicht messen oder ermitteln? Ja, und zwar bei 70% der Erdoberfläche sind die Ozeane. Und bei denen gibt es praktisch kaum Messstationen und die Verteilung ist sehr weiträumig. Sie haben einfach keine Daten, um vernünftige Mittelwerte zu berechnen. Sie meinen, das Raster, das man über die Erde legt, dieses Temperaturmessraster, ist sozusagen viel zu lückenhaft? Ja, nicht nur das, sondern es ist nie ausreichend für Modellrechnungen. Also die Modellrechnungen, die auf diesen Daten beruhen, sind reine Fantasie. Das würde also heißen, diese ganzen Durchschnittstemperaturen der Erde, mit denen, die man uns ja sozusagen täglich um die Ohren haut, wären also praktisch reine Fantasie. Ja. Sie haben vorhin gesagt, den Treibhauseffekt, den gibt's so gar nicht, wie uns das immer geschildert wird. Warum nicht? Beim Treibhauseffekt, dem atmosphärischen, gibt es erstens den Vorgang nicht und zweitens die theoretische Erklärung ist falsch. Und dass die falsch ist, das kann ich beweisen. Wie sehen Sie denn diese ganzen Maßnahmen gegen diese Klimakatastrophe? Wenn Sie recht haben, dann ist das ja diese ganze Klimakatastrophe ein Phantom. Ist das richtig? Ja. Klima sind lokale gemittelte Wetterparameter. Ja. Und Wetter kann man nicht beeinflussen, also kann man auch das Klima nicht beeinflussen. Das ist eine reine logische Schlusskette. Glauben Sie denn, dass diese Klimahysterie stabil bleibt oder könnte man erwarten, dass diese ganze Blase irgendwann in sich zusammenbricht? Ja, 1995, da waren wir uns eigentlich alle einig, dass wenn die Ökogesetze durch sind, dass dann die Sache gestorben ist. Genauso in den Jahren habe ich erfahren aus dem Umweltministerium von Ministerialrat, dass denen ganz klar ist, dass das alles Unsinn ist und dass es genauso sterben wird, wie das Wald sterben. Und dieser Optimismus ist leider nicht berechtigt gewesen, weil dieser Blödsinn wieder auferstanden ist. Weil man eben dann den armen Leuten das Geld wegnehmen kann und den Reichen, und die kann man eben reicher machen auf die Weise, nicht? CO2 wird ja so zurzeit regelrecht verteufelt als eine Art totales Umweltgift. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist natürlich perfide, denn CO2 ist lebensnotwendig für den Pflanzenwuchs und ohne Pflanzen könnten wir Menschen auch nicht leben und die Tiere auch nicht. Also es ist eine Volksverdummung erster Garnitur. Nannte man nicht diese ganzen, also so wärmere Erdzeitalter früher auch Optimum? Ja, genau. Das im Mittelalter hieß das Klimaoptimum. Das heißt, war damals empfunden worden als das beste Klima. Also deshalb habe ich mich da immer dagegen gewehrt, dass also den Leuten eingeredet wird, dass besseres Wetter für sie schlecht sein soll. Was glauben Sie, wie ist so Ihre Prognose? Wie wird das jetzt weitergehen mit dieser Klimahysterie? Nein, ich werde es nicht weiterhin durchsetzen. Jetzt werden schon die Schüler und die kleinen Kinder verängstigt. Die können nicht schlafen, weil sie Angst haben, dass ihr Opa in Hamburg ertrinkt oder dass, wenn sie den Fernseher anhaben, dass sie dann selbst ertrinken. Wie erklären Sie sich denn den sagenhaften Erfolg dieser Klimakatastrophenidee? 95, hatte ich ja schon erwähnt. Habe ich damals keinen vernünftigen Physiker oder Optiker getroffen, der nicht wusste, dass das Blödsinn ist. Heute ist es anders, weil sie die Forschungsmittel kriegen, wenn sie nur einen Hinweis aufs Klima machen.
Und deshalb ist es nicht mehr so sicher, dass alle Leute, die eigentlich wissen, dass es den Effekt nicht gibt, dass die nicht doch jetzt sich indifferent geben. Das heißt, die Zustimmung der Wissenschaft zu dieser menschengemachten Klimakatastrophe wird sozusagen gekauft über die Forschungsmittel? Ja, das nennt man moderne, effektive, förderungswürdige, preiswürdige Forschung. Ich nenne das immer Proposalwissenschaft. Sie schreiben vorher immer schon rein, was sie finden werden. Ist das jetzt inzwischen so eine Art selbstlaufende Industrie geworden? Ja. Und zwar, weil sich eben die Firmen, die eigentlich sich dagegen aussprechen müssten, wie die Autoindustrie und so weiter, sind alle auf der anderen Seite. Und das war früher ja nicht der Fall. Das ist jetzt natürlich eine wahnsinnig interessante Frage, warum sich so Industrien, die an erster Stelle hier betroffen sind oder deren Produkte sogar verteufelt werden, wie die Autoindustrie, jetzt nicht eigentlich mehr wehren gegen diese Klimakatastrophe. Wie erklären Sie sich das? Ja, weil es für sie ein Geschäft ist. Sie wollen ja wieder neue Autos verkaufen. Und deshalb müssen einem die älteren Autos madig gemacht werden. Das war Professor Dr. Gerhard Gerlich vom Institut für Mathematische Physik an der Universität Braunschweig. Herzlichen Dank, Herr Professor Gerlich, für das Gespräch. Ja, bitteschön. Dass wir alle Sünder sind, und zwar Klimasünder, das bekommen wir jeden Tag von Medien und Politik vorgehalten und werden gleichzeitig zu einer Änderung unseres Verhaltens ermahnt. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament. Ich begrüße im Studio auch einen der Klimasünder, Dr. Wolfgang Thüne. Du hast dich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Wetter, ganz am Anfang beruflich beim ZDF, dann im Ministerium Rheinland-Pfalz befasst und weißt insofern von dieser Materie wahrlich, wovon du redest. Und insofern sollten wir vielleicht einfach mal beginnen mit der Begriffsklärung Wetter und Klima. Das sind ja Dinge, die ziemlich schludrig in der politischen Diskussion miteinander vermischt werden. Wetter ist also das, was tatsächlich permanent um uns geschieht, was der Mensch nicht beeinflussen kann. Ich kann kein Tiefdruckgebiet in ein Hochdruckgebiet umwandeln, ich kann keine Westströmung in eine Ostströmung umwandeln. Das Wetter läuft autonom vom Menschen. Ob der Mensch da ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Klima, nach der modernen Definition, die ist 1935 festgelegt worden, besagt, ich muss 30 Jahre lang das Wetter beobachten. Ja, ich kriege über 30 Jahre, das sind 10.750 Tage. Dreimal am Tag muss ich dann das Wetter beobachten, die Temperaturen und die anderen Werte aufzeichnen. Ja. Und nach 30 Jahren kann ich einen Mittelwert bilden von allen Elementen. Und diesen Mittelwert nenne ich Klimawert. Ja, diesen brauche ich nicht unter Schutz zu stellen. Von diesem geht keine Gefahr aus, ja, keine Klimakatastrophe. Wetter ist Vergangenheit, kann nicht mehr geändert werden. Und alles Leben unterliegt dem Zeitpfeil. Ich kann also nicht zurückspulen wie beim Film. Mhm. Im Leben gibt es nichts zurückzuspulen. Und insofern müsste jeder Mensch auf die Warnung vor der Klimakatastrophe sofort reagieren, wenn er nur verstandesgeleitet wäre. Das ist Unsinn. Ja. Das geht nicht. Stichwort CO2, da sind wir ja bei dem Hauptbösewicht in diesem ganzen Spiel. Vielleicht sollten wir ganz zuvor sagen, welche Rolle für unser Leben und für das Leben auf diesem Planeten das Gas CO2 an sich spielt. Und dann gucken wir uns mal an, was da behauptet wird und was stimmt. Salopp, brauchen wir eigentlich CO2 überhaupt? CO2 brauchen wir dringend zum Leben, dringend zum Leben. Man muss einfach mal sehen, CO2 ist für vieles unverzichtbar. Als die Erde abkühlte, gab es ja noch keinen Sauerstoff in der Atmosphäre. Es gab in einer Phase der Erdgeschichte, bestand die Atmosphäre fast nur aus Wasserdampf und Kohlendioxid. Und die Erde ist aber weiter abgekühlt. Also das widerspricht schon der heutigen Treibhaushypothese. Wenn eine Atmosphäre zu 30%, aus CO2 besteht und zu 70% aus Wasserdampf und sich dann noch abkühlt, dann muss man sich als Physiker fragen, wieso passiert das? Und dann weiß man als Physiker, Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf absorbiert Wärmestrahlung nur auf ganz bestimmten Wellenlängen und in ganz bestimmten Wellenlängenbereichen nicht. Die Tatsache ist, CO2 ist ein Minimumstoff,
Justus Liebig hat ja das Minimumgesetz erfunden. Also wir leben an der unteren Grenze. Ein bisschen mehr CO2 könnte nicht schaden, tut es ja auch nicht. Jetzt gibt es Untersuchungen über den CO2-Gehalt der letzten 8000 Jahre. Mit welchem Ergebnis? Ja, man hat ja die These aufgebracht, dass vor 40, 50 Jahren schon erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Wissenschaftlerkreise und erstmal, als man eine kritische Zahl von Wissenschaftlern hatte, die auf diese Ideologie eingeschworen waren, dann konnte man damit auch anfangen, Politik zu machen und andere Wissenschaftler dann in das Geschäft einbinden. Es geht hier um viel Geld, was ja die ganze Geschichte angeht. Jedenfalls lief die Beweisführung dahingehend hinaus. 1995 hat das Max-Planck-Institut für Meteorologie eine Arbeit herausgebracht, in der gesagt wurde, in den letzten 8000 Jahren war der CO2-Gehalt der Luft konstant bei 280 ppm. Und ab 1850-60 steigt das rasant an, exponentiell. Und das war der Beweis dafür, dass nur die Industriegesellschaften der Moderne an diesem CO2-Anstieg und damit natürlich auch, denn etwa um 1850 endete auch die letzte kleine Eiszeit. Nach dem Optimum zur Wikingerzeit kam ja wieder eine kleine Eiszeit, die endete auch. Und dann hatte man natürlich ein Beweis, nur ein Scheinbeweis, aber ja, den man gut verkaufen könnte. Leute, guckt, jetzt ab 1850 steigt die Temperatur und ab 1850 steigt der CO2-Gehalt. Und beides hängt zusammen. Und beides ist falsch. Also aus einer Korrelation wurde eine Kausalbeziehung konstruiert. Ja. Das ist natürlich physikalisch nicht statthaft, aber man kann ja alles mal probieren. Ja, ja. Und bei ständiger Wiederholung glaubt die Masse der Menschen halt daran. Nur diese Geschichte hat wiederum einen Pferdefuß. Wenn ich sage, 8000 Jahre war der CO2-Gehalt konstant und ich weiß, dass in den letzten 8000 Jahren nicht nur die kleine Eiszeit war, sondern das Klimaoptimum des Hochmittelalters, das Klimapessimum zur Völkerwanderzeit, zur Römerzeit und so weiter und so fort, dann stehe ich in Erklärungsnot. Ja, und jetzt musste man diese ohnehin bekannte und auch im Bundestag veröffentlichte Vergangenheitskurve irgendwie wieder ungeschehen machen. Und da kamen Wissenschaftler auf die Idee, wir leben ja im Zeitalter der Globalisierung. Und da kann man natürlich dann Temperaturen rückwirkend verändern, indem man auf der Südhemisphäre, die noch keinem Menschen bekannt war, dann kältere Zeiten annimmt, Temperaturen fiktive einbaut und dann sagt im Mittel, wie gesagt, und so entstand dann diese Linie. Es war alles konstant, letzten 1000 Jahre in England wurde diese Idee geboren. Und dann kommt dieser plötzliche Anstieg, deswegen nennt man die auch die Hockeyschlägerkurve oder Hockeystick. Ja. Ja, weil der Hockeyschlag vorne ja auch dann, oder Golfschlag oder was, Golfschläger hat ja dann diesen Knick da vorne. Ne? Wobei der, wenn man sich dann ansieht, wie die Zeit 19. 20. Jahrhunderts verargumentiert wurde, man ja da auch nochmal nachgeholfen hat, indem man bei bestimmten Wetterstationen sich die rausgesucht hat, die in die Ideologie reinpassten. Ja, ja, das habe ich ja selbst erlebt zu meiner Zeit, als ich Meteorologie studierte, in Berlin 62 bis 67, hat sich mein Professor Scherhag damit auch schon befasst. Und er hat dann die Hauptstationen in Europa genommen, die ja nun alle Stadtstationen, Berlin, Prag, Warschau, Frankfurt, Paris und London, und dann hat er gleichzeitig mal Landstationen genommen, wo keine industrielle Entwicklung war und auch keine Bevölkerungskonzentration und hat festgestellt, dass die Stadtstationen einen Erwärmungstrend zeigen, den sogenannten Stadtklimaeffekt oder Wärmeinseleffekt und die Landstationen überhaupt nicht. Ja, und dann hat man dann später dieses dazu genommen, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt nehmen jetzt nur noch die Stationen, die ins Bild passen. Die ins Bild passen, ja. Die eine gewisse Erwärmung zeigen, einen künstlichen Effekt, der natürlich nicht natürlich ist. Ja. Das heißt, wenn ich die Erdoberfläche verändere, wenn ich ein Stück Wald nehme und mache daraus einen Acker, habe ich eine gewisse Erwärmung schon dabei. Und wenn ich aus dem Acker eine Asphaltfläche mache, habe ich noch eine größere Erwärmung vorbei, weil ich den wichtigsten Kühlfaktor, den Wasserdampf, rauslasse. Ja. Den es ja überhaupt in den ganzen Klimamodellen nicht gibt. Und 30% der Sonnenenergie
werden nur benutzt, um Wasser zu verdampfen, zu verdunsten, um den Wasserkreislauf in der Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Ja, wir müssen ja wissen, dass der Wasserkreislauf sich alle paar Wochen erneuert, ja, um, ja, weil Wasser muss verdunsten, regnet wieder ab, wieder verdunsten, und das passiert x-mal im Jahr, ja, um dann die allgemeine Wasserversorgung der Menschheit und der Natur sicherzustellen. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir das so hinbiege, dass ich eben ländliche oder auch Gebirge oder wie auch immer solche Wetterstationen rausschmeiße und eben die Städte drin lasse, wird das Bild natürlich dann so passend. Und ich glaube, man hat gerade in auch großen Ländern wie Russland und China eine ganze Serie von Stationen einfach gestrichen, weil die eben die falschen Daten lieferten. Das kippte ja dann auf. Es gab ja dann bei dem Abfangen der Korrespondenz diesbezüglich ein sogenanntes Klimagate, also wie Watergate, ein Klimagate, in dem klar wurde, dass hier ganz gezielt manipuliert wurde und sich auch vereinbart wurde, zu manipulieren. Ja, ja gut, das ist ja jetzt etwas, was einmal mehr die Öffentlichkeit interessiert. Ja. Ein Wissenschaftler weiß auch, dass in der Wissenschaft, Wissenschaftler sind Menschen, ja, die lügen, betrügen wie alle anderen auch, ja, sind auf ihren Vorteil bedacht, sind aus Reputation bedacht, verkaufen sich auch an die Politik oder an wen auch immer. Wissen ist Macht, und je besser Macht und Wissen zusammenarbeiten, umso nachteiliger ist das für den Rest der Menschheit. Ja. Ja, denn die sind dann die Leidtragenden, die müssen alles bezahlen, allen Klimaschutz und so weiter und so fort. Ja, es ist also nichts Außergewöhnliches, und ich bin da kein Richter. Ja, aber schön ist es dann doch, wenn die Wahrheit irgendwann immer mal wieder ans Tageslicht kommt, und wenn es über Datenklau ist und dergleichen mehr. Jetzt müsste man sich ja eigentlich vorstellen, dass wenn ein solcher GAU passiert in dieser Szene um den Weltklimarat und die daran hängende Politik, dass man dann eigentlich die Rolle rückwärts hätte machen müssen und sagen, okay, gut, also wir sind ertappt und jetzt lassen wir die Finger von diesem Thema, hören auf die Welt weiter mit irgendwelchen CO2 und Klimaerwärmungslügen zu belästigen, aber die machen ja fröhlich weiter. Ja, das habe ich ja eben schon angedeutet, die Verzahnung von Macht und Wissen. Ja. Ja, das Wissen dient der Macht, ja, und wie gesagt, die Macht dient sich des Wissens. Und deswegen sind alle staatlichen Untersuchungen ja diesbezüglich ins Leere gelaufen. Ja, die Wissenschaft, solange sie politisch opportun ist und der Politik nützt, wird nicht auf die Anklagebank gestellt. Die Länder können das im Moment auch noch nicht tun, weil sie zu stark involviert in das ganze Geschäft sind. Ja? Man muss einfach sehen, ohne die Unterstützung und ohne die Geldförderung durch die Politik wäre ja die Klimawissenschaft nicht dahin gekommen, wo sie heute ist. Ja? Die Staaten hätten lieber getan, die Wetterdienste zu stärken, damit die Wettervorhersagen besser sind. Ja, und damit ich nicht nur, wie gesagt, für 24 Stunden so einigermaßen sicher bin, wenn man heute mal die Nebelvorhersagen sich anguckt, das ist ja auch wie das Lesen des Orakels von Delphi. Ja. Löst er sich auf, dann scheint die Sonne, löst er sich nicht auf, wo er sich auflöst, wann er sich auf, wir wissen es nicht. Ja. Ja, das sind also angeblich exakte Wettervorhersagen, die aber völlig ins Diffuse auslaufen. Ja. Ja? Im also Nebel enden. Im Nebel enden, ja. Genau. Das ist der Stand der Wissenschaft in der Meteorologie. Ja? Das hätte man verbessern können, denn eine bessere Wettervorhersage hat ja auch direkten, konkreten, volkswirtschaftlichen Nutzen. Ja, für den Verkehr, nicht zu Lande, zu Wasser, zur Luft, für die ganze Produktion, für die Landwirtschaft, für alles Mögliche. Klar. Ja? Aber das hat man einschlafen lassen. Die Wetterdienste werden ausgehungert. Es kommen immer mehr Private. Ja, das wird so ein Woolworth-Theater gemacht um das Wetter. Ja, das ist Entertainment-Geschichte geworden. Aber das, worauf der Mensch wartet und worauf er sich eventuell verlassen könnte, das wird vernachlässigt. Ja. Aber die Milliarden sind in die Klimaforschung. Ja, weil die eine Ängstigung der Menschheit
hervorruft und auch einen ideologischen Zweck hat. Man muss einfach mal sehen, warum ist das Treibhaus erfunden worden? Das Treibhaus ist ein Begriff, der synonym dem urchristlichen Begriff der Hölle ist. Ja? In die Hölle kommt der Mensch, wenn er sündigt. Ja. Ja? Und im Treibhaus sind wir jetzt erstmal alle. Ja? Und je mehr wir sündigen, umso heißer wird es in dem Treibhaus. Ja. Ja? Weil wir CO2 ausatmen. Ja? Aber das CO2 hat natürlich mit der Lufttemperatur überhaupt nichts zu tun. Ja. Das weiß auch jeder Mensch. Ja? Ich habe einen Jahresgang des Kohlendioxidgehalts. Der hat mit dem Jahresgang der Temperatur nichts zu tun. Ich habe immer im März den höchsten CO2-Gehalt der Luft. Dann beginnt im März die Vegetation zu grünen. Und was macht sie? Entzieht der Luft Unmengen an Kohlenstoffdioxid, wird in Pflanze eingebaut. Ja? Bis zum Ende der Wachstumsperiode, bis zur Ernte, bis zur Laubverfärbung, Laubabfall im Herbst, sinkt der CO2-Gehalt. Die Temperatur genau das Gegenteil. Jetzt, wo im Winter die Heizperiode wieder einsetzt und die Pflanzen kein CO2 aus der Luft nehmen, ja, steigt der CO2-Gehalt. Und die Temperatur sinkt. Und die Temperatur sinkt. Also es gibt keine Parallelität, es gibt auch keine Kausalbeziehung zwischen den beiden. Das gilt ja schon für den Ablauf eines einzigen Tages. Auch für den einzigen Tag. Der Morgen und der Abend sind da ja auch. Morgens habe ich das Temperaturminimum, richtig. Da geht die Sonne auf. Ja, Sonne erwärmt den Boden, der Boden die Luft und dann steigt die Lufttemperatur. Bis ein, zwei Stunden nach Sonnenhöchststand und dann fängt die Lufttemperatur schon wieder an, weil dann die Ausstrahlung größer ist als die Einstrahlung von der Sonne. Ja. Beim CO2 habe ich morgens das Maximum. Von der ganzen Nacht? Von der ganzen Nacht, ja, in der Nacht ruht die Pflanze, die chemische Fabrik. Die geht erst, springt erst an, wenn morgens die Sonne aufgeht. Ja, dann, ja, der Hanü braucht die Pflanze, ja. Das ist der Katalysator für die ganze Geschichte. Ja, und dann wird der CO2-Gehalt dezimiert. Man weiß das aus Messungen. In den 60er Jahren wurde das schon gemacht in München, im Forst. Da gab es ein Institut für Agrarmeteorologie und Forstmeteorologie. Da haben die im Ebersbacher Forst bei München morgens 700-800 ppm und abends 300 ppm. Also 500 ppm haben die Pflanzen pro Tag der Luft entzogen. Und das musste alles über Nacht durch Verwesung, Verfäulnisprozesse, ja, wurde das der Luft wieder zugeführt, damit am nächsten Tag die Pflanzen wieder Nahrung haben. Und jetzt kommen die Klimaexperten und sagen, die Treibhausgase sammeln sich alle in 6 Kilometer Höhe, um so eine Art Spiegel, um die Erde zu legen, wo die Wärmestrahlung der Erde wieder zur Erde zurückgestrahlt wird. Nein, das CO2 ist ein Nahrungsmittel und das bleibt unten. Ist auch schwerer als Luft. Ist anderthalb Mal so schwer wie Luft, also rein physikalisch bleibt das unten. Nachts gibt es auch keine Konvektion, ja, weil die Erde, auch das ist ein ganz einfacher Prozess, den unsere Vorfahren kannten, die sind ja barfuß gelaufen, die hatten Kontakt mit dem Boden. Wir haben gemerkt, am Tag ist es heiß, das merke ich heute im Sommer, wenn ich mal barfuß laufe am Strand, ja, dann ist der Sand heiß, die Luft ist kalt, ja, und nachts ist es genau umgekehrt. Ja, also am Tag, die Sonne ist die Energiequelle für unser Leben, für alles auf der Erde. Aber der Boden ist die Heizfläche am Tage und nachts ist die Kühlfläche. Ja, ja, und durch das Abkühlen, man merkt sie, wenn im Sommer die Cumuluswolken am Nachmittag zusammenfallen, die erst sich am Vormittag auftürmten und dann lässt die Sonneneinstrahlung nach und dann kommt die Schwerkraft und zieht alles wieder zurück. Und dann habe ich eine klare Nacht, da habe ich keine Konvektion und da sammelt sich das CO2, was sich ja auch in Weinkellern so als CO2 sammelt, in Bodennähe. Und wenn morgens die Sonne aufgeht, dann sagen die Pflanzen, wenn sie klatschen könnten, würden sie klatschen und sagen, jetzt haben wir wieder was zu essen. Das ist zu futtern. Ja, hängen Sie den Menschen mal den Brotkorb 6 Kilometer hoch. Das heißt, das haben wir jetzt wunderschön nebenbei noch miterledigt, die gesamte Treibhausthematik kann man auch wirklich in den Bereich der Märchen tun. Dieses wunderschöne Modell ist eben nichts anderes als ein solches, nämlich ein Modell hat aber mit der Realität nicht das Geringste gar zu nichts, tun. Gar nichts zu tun. Ja, die Erde braucht zur Erwärmung die Sonne. Ja? Immer an der Tagesseite, also während des Tages, kommt mehr Sonnenenergie auf die Erde, als die Erde selbst abstrahlt. Dann kommt es zu einer Erwärmung, geht die Sonne unter, strahlt die Erde weiter, unentwegt ab. Es kühlt zwangsläufig ab. Ja. Und erst am nächsten Morgen kehrt sich das um. Das ist also ein permanenter Prozess. Also, und das ist ja auch in einem Naturgesetz wiedergegeben von Newton.
Isaac Newton, der englische Physiker, der hat das Gravitationsgesetz beschrieben und das Abkühlungsgesetz. Also jeder Physiker weiß eigentlich, und ich glaube, das ist ja auch die Profession, die unsere Kanzlerin ursprünglich hatte, jeder Physiker weiß, dass eine Erwärmung eines Körpers ohne fremde Energiezuführung physikalisch nicht möglich ist. Nein. Ein Körper, der immer Energie abstrahlt, kann sich nicht selbst erwärmen. Ja. Selbst wenn ich jetzt einmal mir tatsächlich einen Spiegel um die Erde denke, wo die ganze Wärmestrahlung dann wieder zurückgespiegelt werden würde, ohne Modifikation, dann würde ja auch nur so viel zurückkommen, wie vorher abgegeben worden ist. Es würde keine Erwärmung stattfinden, es würde eine Temperaturkonstanz. Ja, und dass dieses Bild auch nicht funktioniert, weiß jeder, der sich mal ein Satellitenfoto anguckt, und zwar nicht nur das sichtbare Satellitenbild, sondern auch das Infrarotbild von Wettersatelliten, die in 36.000 Kilometer Höhe, ja, die empfangen die Wärmestrahlung der Erde ungehindert durch das berühmte offene atmosphärische Strahlungsfenster, wo kein Molekül und kein Wasserdampfmolekül, kein CO2, kein Methan, kein Lachgas oder FCKW-Molekül, wo die Wärmestrahlung absorbiert werden kann. Das heißt, diese Wärmestrahlung geht ungehindert ins Weltall. Ja. Und deswegen hat sich auch in der Urphase die Erde abgekühlt, obwohl sie praktisch nur aus Wasserdampf und CO2 bestand, die Atmosphäre. Jetzt müssten wir ganz zum Schluss noch der Frage nachgehen, wenn man das Ganze sich ansieht, und Stichwort Hölle fiel ja schon, haben wir sowas wie eine Ersatzreligion, so eine, wo ja es den Teufel gibt, es die Hölle gibt, es die Sünder gibt. Also das Treibhaus, sagt er bereits, ist Synonym für die Hölle. Das Spiel mit dem Meeresspiegelanstieg, ob das nun 1 Meter, 5 Meter oder wie viel sind, wo dann ganze Küstenstädte, Hamburg, New York, London und untergehen sollen mit Millionen und Abermillionen von Menschen, Bangladesch und so weiter und so fort. Das ist das Spiel mit den Eingängsten vor der Sintflut. Ja. Und beide Höllenqualen, also die Höllen und die Sintflut, sind natürlich Folge von menschlichen Sünden. Das ist zutiefst im Menschen drin. Ja, ja, ja. Ja, und das kann ich natürlich durch entsprechende Propaganda, durch entsprechende Bilder, ja, indem ich dann zeige, wie dann ein Eisbrocken abfällt, ins Meer plumpst und so weiter. Das sind Ereignisse, die seit Millionen von Jahren geschehen, ja, mit dem Mitleidseffekt von, da suche ich besondere Tierarten aus, wo ich dann so Kuschelgefühle erwecken kann. Man erfindet dann auch Eisbären aussterben und in Wirklichkeit gibt es in den Regionen Eisbärenplagen. Also da wird dann auch gelogen, dass sich die Balken biegen. Ja, ja, mit Bildern und Worten kann man ja heute alles manipulieren alles ohne mögliche, Ende. Alles Mögliche machen. Ja. Wofür jetzt wir keine Zeit mehr haben, wir sollten es nur ganz kurz nochmal darauf hinweisen. Es ist ja nicht nur so, dass wir geknebelt und mit einer solchen Pseudoreligion unter Druck gesetzt werden, auch uns Geld aus der Tasche gezogen wird. Für mich wichtig ist, dass die physikalischen Fakten auf den Tisch gelegt werden. Ja. Es gibt keinen Treibhauseffekt, kein Körper kann sich von der selbst von ihm abgestrahlten Energie wieder erwärmen. Ich brauche, das Wetter kann ich nicht beeinflussen, insofern brauche ich auch für die Klimakatastrophe als statistischem Konstrukt oder Artefakt keine Angst zu haben. Ganz herzliches Dankeschön. Du hast mit dem Befassen und mit dem Klarlegen vor allen Dingen der naturwissenschaftlichen Basis dieses ganzen Themas einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, der in den Medien nicht gehört wird, aber das ist ja nicht ungewöhnlich, dass diese Dinge, die unbequem sind, dann auch entsprechend wenig zur Kenntnis genommen werden. Vielen Dank. Wir werden sicherlich bei diesem Thema, weil es uns ständig tangiert, am Ball bleiben und ich hoffe, dass du nicht das letzte Mal hier gewesen bist. Das wird uns noch eine Zeit lang verfolgen. Das glaube ich auch. Liebe Zuschauer, www.derwettermann.de ist die Internetseite von Wolfgang Thüne und das neueste Buch, Propheten im Kampf um den Klimathron, wie mit Urängsten um Geld und Macht gekämpft wird, mit einem wunderschönen Porträt der Kanzlerin-Darstellerin vorne drauf, ist das aktuelle Buch, wo es also auch um die Aufarbeitung der Themen geht, die wir angesprochen haben.
Da kann also beispielsweise auch über die ganze Hockeystick und die ganze Thematik, das ganze Fälschen wundervoll alles nachgelesen werden. Ich will aber auch nochmal Freispruch für CO2, das erste Buch, was wir hier auch schon mal vorgestellt haben, nochmal hinweisen, weil es eben diese naturwissenschaftlichen Informationen zum Thema CO2-Treibhaus ebenfalls bestens enthält. Also beide Bücher lohnen sich. Für das Interesse herzliches Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.